Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Bei einem schweren Unwetter im Norden Griechenlands sind 6 Touristen ums Leben gekommen. Rettungskräfte fanden eine weitere Leiche. Dabei soll es sich um einen vermissten griechischen Fischer handeln. Kassandra, der erste Finger des Ferienparadieses Chalkidiki in Nordgriechenland, Wasserpfützen und Durchnässtehmöbel dort, wo gestern noch 38 Grad gemessen wurden. In nur wenigen Minuten brachte gestern Abend ein schweres Unwetter extrem viel Regen und heftigen Sturm. Über 3 Dörfer im westlichen Teil der Halbinsel Chalkidiki fegte ein lokaler Wirbelsturm und richtete großen Schaden an. Augenzeugen berichten gar von fliegenden Autos. Aus jeder Richtung wirbelten irgendwelche Sachen durch die Luft. An einigen Stellen blieb kein Stein auf dem anderen, da ist viel kurz und klein gehauen. Im griechischen Fernsehen rennen Reporter zwischen Stränden und eingeknickten davonen Dächern umher und suchen nach Augenzeugen, die bei Dunkelheit noch gar nicht genau abschätzen konnten, wie schlimm es ihr Haus getroffen hatte an einem der Stände auf Kassandra, nicht weit vom künstlichen Kanal im Norden, liegt ein total zerbeultes Wohnmobil auf dem Kopf. In ihm starben ein Mann aus Tschechien und seine Frau. 2 andere Familienmitglieder konnten sich aus dem Wagen retten, bevor der Wirbelsturm das Auto. Jetzt habe ich verstanden, wie es sich anfühlen muss, wenn du in nur einer Sekunde dein Leben verlierst, sagt eine ältere Frau in einem der betroffenen Dörfer. Das muss man miterleben, um es wirklich zu verstehen. Alle sprechen von einem Tornado. Möglicherweise waren es mehrere heftige Flanken eines starken Sturms. Wie immer bei solchen Wetterphänomenen haben die Menschen besonderes Unglück, die mittendrin stecken. Die traurige Bilanz des Chefs der Feuerwehr in der griechischen Region Mazedonien: Wir haben 6 Tote und 32 schwerer verletzte Menschen. Wir hoffen, dass es nicht noch weitere Tote gibt. Hunderte Bäume sind entwurzelt worden oder umgeknickt. Wir suchen die Gegend ganz genau ab, denn wir konnten ja erst mit Tageslicht die Lage genau überprüfen. Bislang wurden mehr als 60 verletzte Menschen versorgt. Eine Frau schwebt mit schwersten Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Thessaloniki noch in Lebensgefahr. 6 Urlauber aus Tschechien, Rumänien. Bei einer weiteren gefundenen Leiche soll es sich um einen vermissten 62-jährigen griechischen Fischer handeln, berichtet der griechische Fernsehsender Sky. Bei Urlaubern beliebte italienische Adriaküste ist gestern ebenfalls von einem heftigen Unwetter heimgesucht worden. Betroffen waren laut Wetterdienst Rai-B-Mitte vor allem die Regionen Emilia-Romagna und Romagna, die Marken um die Stadt Ancona und die Abruzzen. In der Stadt Pescara wurden 18 Menschen verletzt, wie die Nachrichtenagentur ENSA berichtete. In der Nähe von Ancona, auf Videos ist zu sehen, wie sich über einem Strand in den Abruzzen dunkle Wolken zusammenbrauen und heftiger Wind peitscht. Menschen bringen sich in Sicherheit. ENSA berichtete in Pescara von Hagelkörnern so groß wie Orangen. Bilder von einem Strand in Numana bei Ancona zeigen, wie Strandbäder vollkommen zerstört sind. Bürgermeister Gianluigi Tombolini sprach auf Facebook von gewaltigen Schäden. Die Feuerwehr berichtete auf Twitter von Dutzenden Einsätzen, umgestürzten Bäumen, aber Konstantinos, ein anderer Fischer, der sein vom Sturm regelrecht zerpflücktes kleines Holzboot einem Fernsehkameramann zeigt, meint: Es war für mich viel heftiger als alles, was ich bisher kannte. Ich bin 77 Jahre alt, ich habe so etwas Schreckliches noch nie in meinem Leben erlebt. So was habe ich noch nie. Heute lächelt schon wieder die Sonne auf Chalkidiki durch ein paar Wolken hindurch.
Viele Urlauber haben lediglich die Ausläufer dieser für einige so katastrophalen halben Stunde mitbekommen und sehen sich die Schäden per Smartphone oder als Schaulustige an und die Chancen stehen sehr gut, dass die deutschen Urlauber, die in den nächsten Wochen an einen der besonders beliebten Strände der Halbinsel kommen, keinen einzigen Regentropfen abbekommen und dass die kaputten Sonnenschirme und Durchnässten liegen der vergangenen Nacht